Hallo liebe Mitschüler, hier stelle ich euch heute an meinem Vortrag meine Esel vor. Hier seht ihr die beiden gerade, der da ist gerade Cäsar, ein ganz süßer Esel. Er ist zum Reiten gedacht und ist 15 Jahre alt. Ein ganz netter Kerl. Er ist ein Mischling. Seine Rassen, mit denen er gemischt wurde, aus denen er entstanden ist, sind unklar. Hier kommt mir gerade die Pegge entgegen. Peggy, eine 18 Jahre alte Eseldame, die mir ein freches Dämchen ist. Sie ist frecher als Cäsar und ist ziemlich klein. Auch schon ziemlich alt. Im Sommer haben die Esel noch einen weiteren Auslauf, der im Winter leider abgesperrt ist, weil er so glitschig ist. Die Weide der Esel, die da hinten, also das hier ist alles abgesperrt. Die Weide hier, auf die dürfen sie im Sommer auch manchmal raus. Doch sie besitzt nie sehr viel Gras. Ich habe Cäsar ausgesucht, um euch zu zeigen, wie das Putzen geht. Aber zuerst zu Cäsar. Das, was ihr hier seht, hat er auf beiden Seiten, diesen schwarzen Strich. Er nennt sich Kreuz, Schulterkreuz. Hier auf dem Rücken von Cäsar verläuft ein Aalstrich. Als Schweif hat er eine sogenannte Quaste. Wenn wir anfangen zu putzen, nehmen wir zuerst den Striegel. Den benutzen wir mit runden Kreisbewegungen. In großen Kreisen mit gutem Druck massiert man so den Esel. Oft genießen die Esel das. Dann, nach dem Striegel, nehmen wir die sogenannte Kardetsche, eine weiche Bürste, die das Fell glättet. Bei der fahren wir immer im Strich des Felles entlang. Danach kommt hier diese Bürste. Sie hat einen besonderen Namen. Mit der wischt man so die Beine. Auch Wurzelbürsten, also harte Bürsten, können Beine geputzt werden. Die Wurzelbürsten sehen ungefähr meistens etwa so aus. Nach dem Beinputzen kommt das sogenannte Hufauskratzen. Ich gehe an den Esel ran und hebe seinen Huf auf. Mit einer Hand fahre ich so über den Huf weg und bürste danach mit der Hufbürste aus. Geht ihr mal rein. Da steht uns gerade selber im Weg. Da ist der innere Stuhl. Die Klo-Ecke, Esel und die beiden Futterkrippen.
Stall wird hier sonst auch mit Stroh gefüllt. Die Esel haben hier noch zwei Eimer Wasser. Sehr wichtig ist es, dass man die immer wieder wechselt. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen.